Ja, guten Tag. Wir hatten uns beim letzten Mal mit einem, na, wie ich finde, ziemlich spannenden Datenstruktur für Range Queries beschäftigt. Die war hinreichend kompliziert, dass ich die nochmal kurz wiederholen will. Genau, also wir haben eine Menge von Punkten im zweidimensionalen euklidischen Raum und wir haben ein achsenparalleles Rechteck, also das Produkt von zwei Intervallen in X- und Y-Richtung. Ja, und wir wollen die Punkte finden, die in dem Rechteck liegen. Wir haben das dann erstmal reduziert auf das Problem. Ja, für die diskrete Variante des Problems, bei dem die Koordinatenwerte ganze Zahlen zwischen 1 und n sind, wenn wir n Punkte haben. Wir haben dann gesehen, das kann man dann durch Sortieren der Koordinaten, binäre Suche dann übersetzen von einer Seite Richtung in die andere und zurück. Und dann haben wir uns die Wavelet-Tree-Datenstruktur angeschaut, bei der wir im Endeffekt sagen, naja, wenn das eine Menge von zweidimensionalen Punkten ist und es kommen sowohl die Y-Koordinaten 1 bis n und die X-Koordinaten 1 bis n genau einmal vor, dann können wir das ohne Beschränkung der Allgemeinheit nach Y-Koordinate sortieren und dann steht da 1, x1, 2, x2, 3, x3 und so weiter. Dann kann ich aber die Y-Koordinate oder umgekehrte x1, 1, x2, 2 und so weiter, diese Folge hier, dann kann ich aber die Y-Koordinaten auch weglassen und ich habe einfach nur noch ein Array von X-Koordinaten, das ich jetzt repräsentieren muss. Ja? Und wenn ich mich nicht irre, kommt dieser Name Wavelet-Tree daher, dass das in irgendeiner Form ähnlich ist zu der Wavelet-Transformation, die man in der Signalverarbeitung verwendet. Aber ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich anfange, eine Wavelet-Transformation einzuführen. Dieser Wavelet-Tree selber ist einfach genug, um für sich zu stehen. Ja, also wir haben Base Case. Wenn das eine kleine, konstante Zahl von Punkten ist, kann ich die auch direkt speichern. Und sonst habe ich einen Baum, wo an einem inneren Knoten ein Bitvektor gespeichert wird, der 1 ist genau dann, wenn ich eine große x-Koordinate habe, eine größer n halbe. Ja? Und dann spalte ich diese Folge x1 bis xn auf in die kleinen und die großen Koordinaten. Im linken Teilbaum werden halt die xi kleiner n halbe gespeichert, im rechten Teilbaum die xi größer n halbe. Und nach wie vor gucke ich mir die Ys gar nicht an. Die werden sozusagen nur implizit gespeichert und um das Ganze richtig zu rekonstruieren, muss ich halt immer auf diese Bitvektoren schauen. Genau, und bei den xi in der rechten Hälfte ziehe ich auch n halbe ab, sodass die Invariante bleibt, dass die Werte gerade die Zahlen 1 bis Anzahl Elemente sind in jedem Teilbaum. Das hier ist so ein Beispiel. Habe ich hier nach Y-Richtung kodiert. Dieser Bitvektor zeigt die Einsen für diese großen Elemente an und Nullen für die kleinen. Und das wird rekursiv so weitergemacht, bis ich bei einer konstanten Größe ankomme. Wir haben dann uns ausführlicher eine Zählanfrage angeschaut. Also wir wollen wissen, wie viele Punkte sind in einem Rechteck und haben das reduziert auf vier einfachere Queries, Dominance Counting Queries, wo wir halt gegebene XY-Koordinate, zum Beispiel die hier, zählen, wie viele Punkte sind in diesem Quadranten. Ja? Und dann konnte man sagen, naja, also die Punkte in dem Quadranten minus die Punkte in dem Quadranten minus die Punkte in dem Quadranten. Dann habe ich zweimal das abgezogen, deshalb addiere ich nochmal die Punkte in dem Quadranten. Das steht hier. Und daraus ergibt sich mehr oder weniger zwangsläufig folgende Dominance Counting Query, eine rekursive
Prozedur und XY sind halt die Koordinaten dieses Punkts, wo ich sage, okay, alles rechts und oben davon möchte ich jetzt haben. Dann gibt es den Base Case, der ist dann trivial, beziehungsweise da muss man sich überlegen, in welcher Form man jetzt diesen Base Case speichert. Aber auf die Details will ich da jetzt nicht eingehen. Was jetzt ein bisschen fummelig war, wo dann auch letztes Mal nachgefragt war, ist, was genau macht man mit diesem Bitvektor? Ja? Wir machen da eine Rank-Anfrage nach Y und zählen. Rank war die Anzahl Einsen bis zu dieser Position in dem Bitvektor. Den muss man halt entsprechend vorverarbeiten, dass der das schnell kann. Und die Anzahl Einsen bis zu der Position Y ist gerade die Anzahl Elemente kleiner Y in der rechten Hälfte. Ja? Wenn ich jetzt die rekursiven Aufruf nach links mache, also die x-Koordinate ist kleiner n halbe, dann passiert Folgendes. Das ist ja hier so eine Query hier. Ne? Ich muss praktisch diese Punkte suchen mit Hilfe des Baums in der linken Hälfte. Und diese Punkte finde ich durch diese Zähloperation, durch diese Rechenoperation einfach. Ja? Dann sieht man schon, die x-Koordinate bleibt die gleiche. Die y-Koordinate ändert sich, weil ja Punkte, die größer n halbe sind, sind hier nicht mehr drin. Das heißt, dieses y steht ja für die Zahlen 1 bis y. Hier, es gibt für jedes dieser Werte gibt es genau einen Punkt in der Punktmenge hier. Aber in dem linken Teilbaum sind die Punkte, die größer n halbe sind bezüglich ihrer x-Koordinate ja nicht mehr mit drin. Deshalb muss ich die hier abziehen. Ja? Genau, und wenn ich den Aufruf nach rechts mache, das wäre zum Beispiel, wenn die Grenze hier läge, dann sind n halbe Punkte nicht mehr drin, weil, nee, dann muss ich n halbe abziehen, weil ich bei der Konstruktion, also hier bei x muss ich n halbe abziehen, weil ich bei der Konstruktion das ja auch gemacht habe, weil ich die ja wieder normiert habe, die Punkte sozusagen. Und für die Y-Koordinate ist es jetzt so, genau, wie viele Punkte gibt es bis zur Position Y in der linken Hälfte? Das war ja gerade das YR, deshalb übergebe ich das hier. Und das ist auch insofern logisch, als dass ich auf der linken Seite ziehe ich das YR ab und hier geht es positiv ein. Also ich hoffe, das ist schon nachvollziehbar, dass das passt. Da war da noch ein Beispiel. Ja, dann hatten wir logarithmische Queryzeit. Das ist, muss man dazu sagen, ziemlich gut, weil es gibt halt viele andere Datenstrukturen, die vielleicht vergleichbar einfach sind, die aber erheblich höhere Queryzeiten brauchen im Worst Case oder aber mehr Platz brauchen. Also diese Kombination wenig Platz und logarithmische Queryzeit, da weiß ich keinen anderen Ansatz als über diese Wavelet-Trees. Und selbst wenn ich mehr Platz spendiere, sind die Wavelet-Trees dann auch irgendwann einfacher, würde ich sagen. Das war auch ein Grund, wieso wir uns die angeschaut haben. Die Reporting-Query, ja, da kann man sich vielleicht gleich das hier angucken. Da haben wir gesehen, und direkt Rectangular Range Query, wenn ich da so eine rekursive Suche in diesem Baum mache, der immer nur nach x-Koordinate teilt, der bricht diese vier Wege Bereichsuchen runter in immer speziellere Suchen. Das sind dann erstmal drei Wege Suchen und dann am Ende zwei Wege Suchen. Also man hat so ein One-Sided Reporting, man muss eigentlich nur für einen Y-Intervall die Punkte reporten, die man da findet.
Ja, und das kann man durch rekursiven Abstieg in, ja, am besten macht man dafür eine amortisierte Analyse, wo man dann zeigen kann, dass jeder Punkt nur, für jeden Punkt muss man nur einmal schlimmstenfalls diesen Baum runtersteigen. Genau, dann habe ich noch erklärt, wie man die Bitvektoren tatsächlich repräsentiert. Das war so, dass man den Rank effizient abspeichern kann. Das läuft dann im Wesentlichen darauf hinaus, dass man einerseits für Blöcke logarithmischer Größe diese Werte vorberechnet und innerhalb eines Blocks kann man dann halt bitparallele Maschinenbefehle verwenden. In dem konkreten Fall End zum Ausblenden und einen Population Count zum Zählen. Frage? Und hier werden zwei Indizes ausgerechnet, nämlich einmal Blockgröße mal J-Diff-Blockgröße. Das ist also im Endeffekt J abgerundet bis auf die nächste runde Bit-Blocklänge, bis auf das vorhergehende Vielfache einer Blockgröße, bis J selber. Das heißt, das ist ein Bitstreng der Länge bis zu B. Und in dem mache ich, ja, das ist dann halt, in dem kann ich dann einfach mit einem Maschinenbefehl in konstanter Zeit das machen, weil der höchstens logarithmische Länge hat. Das ist damit gemeint. Das ist also kein rekursiver Aufruf, sondern da hätte ich vielleicht jetzt schreiben sollen, Rank Word oder sowas als Prozedurnamen. Weitere Fragen dazu? Ah, übrigens, heute gibt es keine Übung, sondern ich mache heute durch, damit Übungen und Vorlesungen sich besser anpassen. Und ab nächste Woche wird dann Timo Bingmann das Kapitel über String-Algorithmen machen. Beziehungsweise wahrscheinlich komme ich heute mit dem Kapitel über Online-Algorithmen nicht ganz durch. Gut, genau. Was sind Online-Algorithmen? Viele wichtige Algorithmen in Theorie und Praxis müssen damit umgehen, dass die Information, die man benötigt wird, erst mit der Zeit verfügbar wird, dass aber Entscheidungen bereits getroffen werden müssen, die von zukünftigen Ereignissen abhängen, die halt diese Information gar nicht zur Verfügung stehen haben. Und jetzt gibt es in der Informatik verschiedene Arten, damit umzugehen. Insbesondere die meisten praktischen Algorithmiker, sage ich mal, oder Anwender, die algorithmische Probleme lösen, machen dann irgendein Modell der Zukunft. Versuchen also irgendwelche Annahmen zu machen, wie man die Zukunft vielleicht vorhersagen kann, vielleicht aus Statistiken über die Vergangenheit. Oder indem man irgendwie annimmt, dass die Ereignisse in der Zukunft in irgendeiner Form stochastisch sind und man aber vielleicht die Verteilung kennt oder irgendwas über die Verteilung weiß. Diese Annahmen sind aber oft können ziemlich irreführend sein, insbesondere wenn sich in der Zukunft irgendwas radikal ändert. Kann man halt komplett falsch liegen mit Extrapolationen der Vergangenheit. Ja? Und stochastische Annahmen sind sehr oft aus der Luft gegriffen und schwer zu rechtfertigen. Deshalb ist ein besonders rigoroser, besonders konservativer Ansatz, der, den wir uns hier angucken mit Online-Algorithmen, man macht überhaupt keine Annahmen darüber, was die Zukunft bringt. Ja? Und guckt, wie man, selbst wenn ein Adversary einem so gut er nur kann, in die Suppe spuckt, der vielleicht sogar ihren Algorithmus kennt, wie man vielleicht trotzdem effizient agieren kann. Und das ist zum Beispiel vielleicht auch eine gute Maßnahme, wenn man irgendwas hat, was von außen angegriffen werden kann durch Hacker, dass man dann vielleicht zeigen kann, selbst der beste Hacker, der meine kompletten Quelltexte kennt, kann mir zum Beispiel die Performance meines Caching-Algorithmus nicht komplett kaputt machen. Ja, das ist also auch was sehr Wertvolles. Allerdings muss man auch im
Hinterkopf behalten, dass das eine sehr konservative Annahme ist, die dann zum Teil zu absurd konservativen Ergebnissen führt. Und da muss man halt gucken, wie man das durch geeignete Modellierung vielleicht wieder auffängt. Genau, wir machen diesen Vergleich so ein bisschen so ähnlich wie bei Approximationsalgorithmen, nur dass es jetzt nicht um die Fähigkeiten, ich sag mal, um die Rechenressourcen geht, die einen optimaler Algorithmus einsetzen kann, sondern wir haben sozusagen, wir vergleichen uns mit einem allwissenden Algorithmus. Ich werde hier im Wesentlichen zwei Beispiele vorstellen. Erst so eine Art Spielzeugproblem, das aber, wie ich finde, ganz gut ist, weil es ziemlich gut illustriert, wie wenig man über die Zukunft weiß oft. Und das ist nämlich, ob man Chia, leiht oder kauft. Und dann mache ich ein etwas komplexeres Problem, das für die Informatik auch sehr wichtig ist, nämlich Paging in Virtual Memory Systems, also wie ich, wenn ich eine Speicherhierarchie habe, möglichst viele nützliche Dinge in einem Cache behalten kann. Aber es gibt auch wichtige Anwendungen, zum Beispiel für Routing in Kommunikationsnetzwerken, Scheduling von Maschinen in Fabriken und so weiter. Die Folien hier hat der Rob van Stee gemacht. Der war damals mein Postdoc, ist jetzt Professor in Siegen, ist, glaube ich, auch professioneller Online-Algorithmiker. Er hat dann noch geschrieben, Google Placing Advertisements. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ernst ich das nehmen würde, weil die haben nun wirklich sehr viele Daten, um ihre stochastischen Modelle zu bauen. Aber wenn Sie sich Chia kaufen wollen, haben Sie vielleicht keine stochastischen Modelle davon, wann Sie sich ein Bein brechen oder ob Sie noch Lust haben und so weiter. Genau, also formal, wie machen wir diese Analyse? Wir vergleichen unseren Online-Algorithmus ALG mit einem optimalen Offline-Algorithmus OPT. Ja? Wir schauen uns Folgen Sigma von Eingaben für die Algorithmen an und definieren dann den Competitive Ratio unseres Algorithmus als das Supremum über alle möglichen Eingabefolgen des Verhältnisses der Performance unseres Algorithmus der Kosten unseres Algorithmus durch die Kosten des optimalen Algorithmus. Also das ist so ein relatives Leistungsmaß. Und wir suchen einen Algorithmus mit minimalem Competitive Ratio. Ja? Da muss man noch ein bisschen Frage? Nee, Lösungsqualität. Genau. Man muss da auch sehr vorsichtig sein, weil wir hier ein Supremum ausrechnen. Ist es keineswegs so, dass der optimale Online-Algorithmus, der also den besten Competitive Ratio erzielt, für reale Eingaben tatsächlich auch die beste Leistung erzielt. Die realen Eingaben können viel harmloser sein als die ein Adversary produziert. Und oft ist es tatsächlich so, dass gerade von Theoretikern entworfene Online-Algorithmen irgendwie den, ja, Maßnahmen treffen, die im Average Case sogar schlecht sind, nur um den Worst Case abzumildern. Ja? Zum Beispiel, wir haben uns bei Approximationsalgorithmen, ja, vielleicht blätter ich da sogar mal zurück, wir haben uns diesen List Scheduling Algorithmus angeschaut, der einfach sagt, ich nehme die Jobs in irgendeiner Reihenfolge. Und ich tue den immer auf die Maschine mit der geringsten Last. Das ist irgendwie eine ziemlich gute Heuristik, die auch ziemlich gut funktioniert, insbesondere wenn die Jobs klein sind, verglichen mit der durchschnittlichen Last. Ja? Wir haben dann gesehen, dass als Approximationsalgorithmus das eine Zwei-Approximation ist. Und hier ist es so, dieser List-Scheduling-Algorithmus, der verwendet ja keinerlei Informationen über die Zukunft,
Damit ist das auch gleichzeitig schon ein Online-Algorithmus mit Competitive Ratio 2. Ja? Was schon mal ganz gut ist. Und jetzt ist es aber so, wenn jetzt zum Beispiel die Jobgrößen irgendwie einfach stochastisch verteilt sind oder wie gesagt die größte Jobgröße klein ist gegen die durchschnittliche Last, dann ist er sogar annähernd optimal. Man kann sich dann überlegen, dass dann nur kleine Schwankungen der Last passieren, weil es einfach eine sehr robuste Geschichte ist, Jobs immer auf die Maschine mit der kleinsten Last zu schedulen. Was aber die besten bekannten Online-Algorithmen machen, das ist sogar ein Ergebnis, da hat meine Kollegin Susanne Albers unter anderem den Leibniz-Preis dafür bekommen, weil das eben wirklich ein Durchbruch war. Was die dann gemacht hat, ist, dass sie sagt, nee, ich lasse die Maschinen bewusst so ein bisschen imbalanciert, dass ich so eine Verteilung von Lasten habe, dass die sich um so einen bestimmten Prozentsatz unterscheiden, die größte und die kleinste Last meiner Maschinen. Das hat den Vorteil, dass dann nie so eine Situation auftreten kann, dass dann plötzlich ein großer Job kommt und ich weiß nicht, was ich damit mache, weil wenn dann ein großer Job kommt, dann schiebt man den wirklich auf die kleinst belastete Maschine, aber die kleinen Jobs schiebt man halt so, um diese Verteilung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und damit kriegt man dann ein Competitive Ratio, der irgendwie dann nicht mehr 2 ist, sondern 1,6 oder sowas. Aber sie kriegen für diese einfachen Folgen, von denen ich gesprochen habe, haben sie dann eine Performance, die halt irgendwie auch ein Faktor 1,4, 1,5 schlechter ist, als das, was dieser völlig naive List-Scheduling-Algorithmus macht. Das heißt, wenn Sie einen Online-Algorithmus verwenden, müssen Sie sich eben genau überlegen, ob das wirklich das ist, was Sie wollen. Oder man kann es vielleicht auch so sehen, dass man vielleicht einen Algorithmus in verschiedenen Modellen analysieren will. Einerseits für ein stochastisches Modell, wo man sagt, da für eine einigermaßen nette Verteilung hat er annähernd optimale Performance. Und andererseits im Worst Case, wenn ein Adversary ankommt, wenn irgendwie ein Angriff erfolgt, dann kann man ihn auch nicht komplett aus der Bahn werfen. Dann müssen Sie mehrere Analysen nebeneinander machen, sozusagen. Genau, damit haben wir jetzt schon zwei Online-Algorithmen kennengelernt. Jetzt möchte ich das aber noch mal ein bisschen, das war die Definition, jetzt möchte ich das noch mal ein bisschen detaillierter für ein noch einfacheres Problem mehr anschauen. So. Ski-Rental-Problem. Man kann da jetzt mit verschiedenen Zahlenwerten und so arbeiten. Wir machen das jetzt für ein konkretes Setting. Stellen Sie sich vor, für einen Tag Skier mieten hier im Schwarzwald oder so kostet 50 Euro. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein bisschen billiger, ist aber auch egal. Oder Sie können für 300 Euro Skier kaufen. Das ist so eine klassische Entscheidung, von der man steht. Also angenommen, Sie haben noch nie, sind noch nie Ski gefahren, aber jetzt haben Sie einen Freund, der Sie mitnimmt zum Skilaufen. Sie möchten das ausprobieren. Stehen Sie vor der Entscheidung, sofort Skier kaufen oder erstmal mieten? Jetzt mieten Sie ein paar Mal, dann fragen Sie sich jedes Mal, lohnt sich jetzt, das zu kaufen? Ja, dann kaufen Sie es irgendwann und brechen sich gleich beim ersten Mal die Beine und wollen das nie wieder sehen. Oder es wird sowieso, fällt kein Schnee mehr die ganze Saison und dann ziehen Sie nach Afrika, keine Ahnung. Sie kennen die Zukunft nicht, und Sie wissen nicht, was die gute Entscheidung ist. Ja? Aber man möchte irgendwie eine Gesamtstrategie haben, die Gesamtkosten nicht zu viel größer werden lässt als eine optimale Strategie, die die Zukunft kennt. Man muss halt in dem Fall nur eine ganz einfache Entscheidung treffen. Sollte man beim Eaten mal Skier kaufen oder mieten? Und ich werde hier die These vertreten, dass dass eine sehr vernünftige Strategie, sage ich mal, darin besteht, beim sechsten Mal zu kaufen. Kann man auch numerisch mal gucken, das ist genau, wenn Sie dann genauso viel fürs Mieten bezahlt hätten wie fürs Kaufen. In dem Moment sollten Sie dann kaufen. Ja? Und dann muss man sich fragen, okay, wie gut ist dieser Algorithmus? Gibt es bessere Algorithmen?
Können wir mal eine obere Schranke für den Competitive Ratio uns schon mal überlegen? Beziehungsweise, ja, das ist der Competitive Ratio, weil der optimale Offline-Algorithmus ist hier nicht so schwierig, ne? Weil wenn Sie mehr als 6 Mal fahren, sollten Sie gleich beim ersten Mal kaufen. Und sonst sollten Sie immer mieten. Beziehungsweise, wenn Sie genau 6 Mal kaufen, ist es egal. Laufen ist es egal, ne? Also wir kennen den optimalen Algorithmus. Und eigentlich gibt es auch nicht so viele Online-Algorithmen, ne? Es ist tatsächlich so, wir haben, ich glaube, in der letzten Klausur sogar eine Aufgabe gestellt, wo wir das Ganze nochmal so ein bisschen probabilistisch gemacht haben. Man kann auch Algorithmen betrachten, wo man beim Eaten mal irgendwie eine bestimmte Münze wirft und wenn die Kopf zeigt, kauft man und sonst nicht. Es ist tatsächlich so, dass das nochmal eine Spur besser ist im Erwartungswert des Competitive Ratio als eine deterministische Strategie. Aber es gibt eigentlich nur ganz wenige deterministische Strategien. Nämlich Strategie I sagt, kaufe beim Eaten mal. Ja, und man kann sich jetzt überlegen, wie gut ist Strategie I? Das rechnen wir jetzt im Endeffekt aus. Und wir fangen jetzt an mit dem Wert I gleich 6, weil das unser Vorschlag war. Ja? So. Wenn wir 5 oder weniger oft 5 Mal oder weniger Ski laufen, sind wir sowieso optimal, ja? Weil der optimale Algorithmus wird genau das Gleiche machen, während dieser kleiner gleich 5 Skilauftage. Wenn wir aber 6 oder mehr Trips machen, zahlen wir genau 550 Euro, ne? 5 Mal mieten plus 1 Mal kaufen. In diesem Fall braucht der optimale Algorithmus, zahlt der 300 Euro. Das heißt, der Competitive Ratio in dem Fall für die Eingabe ist 550 Dreihundertstel oder 11 Sechstel. Das heißt, wir sind 11 Sechstel kompetitiv. Kann sich jetzt auch überlegen, das sieht nach einer ziemlich krummen Zahl aus, aber wenn man den Mietpreis immer weiter sinken lässt, dass der, und man dann entsprechend auch immer später kauft, dann konvergiert das irgendwie gegen 2, der Competitive Ratio. Also ein bisschen besser als 2 hier. Ja. Kann man sich fragen, gibt es bessere Algorithmen? Naja, und jetzt rechnen wir das halt für verschiedene Strategien durch. Also nehmen wir mal an, den Fall, dass wir also unsere Hypothese wäre, vielleicht ist es besser, schon früher zu kaufen. Also wir kaufen bei Trip X kleiner 6. Dann zahlen wir 300 plus 50 mal X minus 1, weil wir haben ja dann X minus 1 mal gemietet und einmal gekauft. Ja? Der optimale Algorithmus würde in dem Fall nur mieten und zahlt 50 X. Also wir haben 250 plus x, der hat 50 x, da kann ich die 50 rauskürzen und hier das x auch, dann steht da 5 durch x plus 1, aber x war kleiner 6 oder kleiner gleich 5, das heißt, das hier ist größer gleich 1, also ist das größer gleich 2. Also jede Strategie, die früher kauft, hat einen Competitive Ratio von 2 oder größer, das ist schlechter als 11 Sechstel. Wenn wir später kaufen, bei Trip Y Größe 7, Größe 6, zahlen wir 300 plus 50 mal Y minus 1. Opt zahlt aber nur 300. Also ist der Competitive Ratio 250 plus 50 Y durch 300. Das kann man wieder durch 50 teilen. Dann steht hier 5, da 6. Da y, dann ist das 5 plus y durch 6. Y war aber größer 6, also größer gleich 7. Also ist das Ganze größer gleich 5 plus 7 durch 6, das ist 2. Ja? Also da sind wir dann für Eingabefolgen, wo man oft fährt, ein Faktor 2 schlechter als der optimale Algorithmus. Also alle alternativen deterministischen Algorithmen haben einen Competitive Ratio, der schlechter ist als
unsere Strategie zum Zeitpunkt 6 zu kaufen. Genau, von diesem Problem gibt es dann viele schöne Varianten, aus denen man auch Klausuraufgaben machen kann. Ein Kollege von mir hat mal das Bahncard-Problem zum Beispiel analysiert. Da ist dann der Unterschied, dass die Kosten ein bisschen anders berechnet werden. Die sind dann eben nicht null, sobald man gekauft hat, sondern 50% des Preises. Oder man könnte das jetzt noch verfeinern und sagen, Sie haben auch noch die Wahl zwischen einer Bahncard 50 und einer Bahncard 25. Ich glaube, die DB macht das so, dass man Upgrades machen kann. Das heißt, dass es vermutlich dann optimal ist oder annähernd optimal, so lange keine Bahncard zu kaufen, bis sich man so viel ausgegeben hat wie für die Bahncard 25. Dann weiterzufahren, bis man so viel ausgegeben hat wie die Bahncard 50 und dann weiterzufahren, bis man so viel hat wie die Bahncard 100. Irgendwie sowas, ja? Aber können sich vorstellen, dass die Rechnerei dann immer komplizierter wird. Wenn es nur eine Bahncard gibt, ist das vermutlich noch eine schöne Übungsaufgabe. So, jetzt wollen wir uns ein etwas spannenderes Problem anschauen: Paging. Ja? Also, Computer haben normalerweise einen begrenzten Vorrat an schnellem Speicher, Cache. Das könnte ein Hardware-Cache sein oder den Hauptspeicher als Platten-Cache eingesetzt. Das ist vielleicht der interessantere Teil hier, weil wir hier jetzt benutzerdefinierte Cache-Ersetzungsstrategien betrachten wollen. Während ein Hardware-Cache, da macht das die Hardware, aber Sie könnten natürlich auch versuchen, einen Hardware-Algorithmus für Cache-Replacement zu analysieren. Genau. Und naja, also wir haben jetzt folgendes Modell: Wir haben einen großen, langsamen Speicher, wir haben einen Cache, der kann K Speicherseiten halten und wir können jeweils ganze Speicherseiten aus dem Hauptspeicher laden, aber wir können halt höchstens K davon behalten und wenn dann mehr da, wenn dann eine andere Seite gebraucht wird, die nicht im Cache ist, dann muss ich halt überlegen, was ich aus dem Cache rausschmeiße, um das speichern zu können. Unsere Eingabefolge ist eben eine Folge von Page Requests. Die Farben sind die Seiten und naja, die gleiche Farbe steht für die gleiche Seite. Wir sehen jetzt zum Beispiel schon, dass dieser rote hier da, da, da und da benötigt wird. Den sollte man dann vielleicht versuchen, im Cache zu halten und so weiter. Also K ist jetzt die Größe unseres Caches. Unser Kostenmaß ist einfach die Anzahl Plattenzugriffe oder Zugriffe auf den langsamen Speicher, weil wir eben davon ausgehen, dass die lokalen Zugriffe viel, viel schneller sind. Also ein Cache-Hit hat Kosten 0, ein Cache-Fault hat Kosten 1. Und das Ziel ist, die Anzahl Page-Faults zu minimieren. Gibt es Fragen zu dem Modell? Jetzt können wir uns mal eine Anzahl von Algorithmen anschauen, die da man sich vorstellen könnte. Im Wesentlichen sind viele Aspekte dieses Algorithmus schon ziemlich klar, ne? Also wir werden wahrscheinlich diese K-Seiten komplett ausnutzen wollen. Wenn unsere Folge Sigma uns sagt, gib mir eine Seite, die im Cache ist, dann geben wir die aus dem Cache zurück. Wenn sie eine Seite haben will, die nicht im Cache ist, müssen wir Platz dafür schaffen. Das heißt, zumindest wenn alle Plätze im Cache voll waren, müssen wir eine Seite auswählen, die wir rauswerfen. To evict im Englischen. Ja? Und dann werden wir da die angeforderte Seite reinspeichern. Also im Wesentlichen wird der Algorithmus durch die Eviction-Strategie definiert. Also wenn eine Seite kommt, die nicht im Cache ist, müssen wir uns überlegen, was wir rausschmeißen, um Platz zu schaffen. Und dann habe ich hier einfach mal eine Anzahl Sachen, last in, first out. Ich würde also die neueste Seite rauswerfen. Kann sich schon überlegen, dass das, wenn ich sowas wie Lokalität habe, keine gute Idee ist.
First in, first out. Ich schmeiße die älteste Seite raus. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Least frequently used. Das klingt schon mal ganz gut auf den ersten Blick, ne? Also ich schmeiße die Seiten raus, die ich besonders selten gebraucht habe. Wir werden aber sehen, dass das eine schlechte Strategie ist, zumindest im Online-Setting. Least recently used. Das ist eine Strategie, die in der Praxis tatsächlich viel verwendet wird. Man schmeißt immer die Seite raus, die längste Zeit nicht benutzt wurde. Und dann so ein Theoretiker-Algorithmus, der auf den ersten Blick deutlich schlechter erscheint, flush when full. Sobald der Cache komplett voll ist und eine neue Seite, ein neuer Request kommt, wird alles evicted. Das klingt völlig schwachsinnig auf den ersten Blick, ja? Aber dann habe ich wieder nee, genau, danach muss ich erstmal alles, was neu kommt, irgendwie halten, aber wenn dann sich Waren wiederholen, kann es auch gut sein. Aber man hat den Eindruck, zum Beispiel Flush when full sollte schon deutlich schlechter sein als least recently used. Wir werden sehen, dass das im Online-Setting nicht der Fall ist. Die sind beide gleich gut. Also ich nehme es jetzt vorweg. Wir werden sehen, dass Flush when full und least recently used sind optimal, aber auch brutal schlecht in gewisser Weise, weil der Adversary ziemlich böse mit jedem beliebigen Algorithmus umspringen kann. Während least frequently used nochmal viel schlechter ist im Worst Case und LIFO und FIFO glaube ich auch. Und dem gegenüber stelle ich jetzt einen Offline-Algorithmus, Longest Forward Distance. Wir schmeißen die Seite raus, die längste Zeit in der Zukunft nicht mehr gebraucht wird. Gucken wir uns ein Beispiel an. Wir haben diese Eingabefolge und k gleich 3. Ja? Dann haben wir erstmal einen Request auf den roten Block, blauer Block, gelber Block. Jetzt ist der Cache voll. Jetzt wird ein grüner Block angefordert und jetzt muss ich überlegen, welchen von den dreien schmeiße ich raus. Die nächste Benutzung von dem roten Block ist schon im nächsten Schritt. Die nächste von einem blauen im übernächsten Schritt, die nächste von einem gelben irgendwie 6 Schritte weiter in der Zukunft. Deshalb schmeiße ich den gelben raus. Und wir werden zumindest im Ansatz zeigen, dass Longest Forward Distance ein optimaler Offline-Algorithmus ist. Fragen zu diesen Algorithmen erstmal? Und jetzt geht es erst im Zukunft erstmal darum, wie können wir diese Algorithmen analysieren. Jetzt gucken wir uns erstmal, wie beweist man, dass Longest Forward Distance optimal ist. Wir zeigen, dass jeder optimale Offline-Algorithmus, das kann ja viele geben, ne, so umgebaut werden kann, dass er genau wie Longest Forward Distance arbeitet. Und ohne dabei die Anzahl Page Faults zu erhöhen. Der Beweis funktioniert im Top-Level so: Wir haben so eine Induktionsvoraussetzung, die folgendermaßen aussieht. Gegeben irgendein Algorithmus, ALG nennen wir den, dann können wir einen Algorithmus ALGI konstruieren, der folgendermaßen aussieht. ALG arbeitet in den ersten I-1 Schritten genau wie ALG. Und im i-ten Schritt verhält er sich so wie LFD. Das heißt konkret, wenn es im i-ten Schritt einen Cache-Fault gibt für ALG und übrigens auch ALGI, weil die verhalten sich ja vorher komplett identisch, die haben dann damit auch die gleichen Seiten im Cache, ne? Also wenn es im i-ten Schritt für die beiden Algorithmen einen Cache-Fault gibt, wenn es keinen Cache-Fault gibt, verhalten sie sich wieder gleich und es ist nichts zu beweisen. Ne? Wenn es einen gibt, dann evictet ALGI die Seite, die nach dieser Strategie Longest Forward Distance vorgegeben ist.
Und wir zeigen, dass die Anzahl Pagefaults von ALGI für eine beliebige Folge Sigma kleiner gleich der Anzahl Pagefaults für ALGI ist. Ja? Also das kann man sich hier angucken. Hier ist das Verhalten von ALG über die ganze Zeit. Das ist die Folge. Hier ist der ITE-Zugriff. Hier ist ALGI, der verhält sich identisch wie ALG in den ersten Schritten, deshalb ist er hier auch blau. Dann verhält er sich so wie LFD. Ja, und dann macht er irgendwas und insgesamt entstehen dadurch nicht mehr Cache-Faults. Ja, das ist diese Induktionsbehauptung. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben diese Behauptung bewiesen. Dann fangen wir an mit einer beliebigen Request-Sequence Sigma und unser ALG ist der optimale Algorithmus Opt, ja? Oder irgendein optimaler Algorithmus. Jetzt benutze ich diese Induktionsvoraussetzung für Schritt I gleich 1 auf ALG, in dem Fall ist das Opt, und produziere ALG 1, der sich verhält wie LFD, ja? Im ersten Schritt. Ja, jetzt benutze ich die Behauptung nochmal, aber jetzt wende ich die nicht auf den optimalen an, sondern auf ALG 1 und kriege ALG 2. Ja? Also im ersten ALG 1 verhält sich im ersten Schritt wie LFD und ist mindestens so gut wie Opt. ALG 2 verhält sich in den ersten zwei Schritten wie LFD, ist mindestens so gut wie ALG 1 und damit auch mindestens so gut wie Opt. Und das mache ich jetzt immer weiter, I gleich ALG 2, ALG 3 und so weiter, bis ALG Sigma Betrag. Und dann habe ich einen Algorithmus, das ist LFD, weil er sich in jedem Schritt wie LFD verhält und eben genauso viele Pagefaults produziert wie Opt. Ja? So, und jetzt ist der schwierige Teil, den Claim zu beweisen und da drücke ich mich drum, weil das, ja, das würde so 5, 6 Folien brauchen mit ziemlich viel Hin- und Herschieberei. Es ist auch nicht besonders erhellend. Das ist kein super komplexer Beweis. Ich wollte Ihnen nur mal diesen Ansatz zeigen mit dieser schrittweisen Emulation hier. Und außerdem reden wir ja hier über Online-Algorithmen und nicht über Offline-Algorithmen. Von daher kürzen wir das hier ein bisschen ab. Genau, der optimale Algorithmus muss halt jetzt tatsächlich nach vorne gucken. Und jetzt würde man sich gerne fragen, was ist denn der beste Online-Algorithmus? Und jetzt kann man sich erstmal die schlechten Algorithmen vornehmen und da muss man dann jeweils nur eine Folge angeben, für die richtig schlecht aussehen. Ne? Gucken wir uns mal LIFO an. Last in, first out. Das ist nicht so überraschend, dass der nicht competitive ist. Man stelle sich vor, man hat eine Folge, die greift k-1 Seiten zu. Die werden nur einmal zugegriffen und nie wieder. Und dann pk, das gibt k Pagefaults, ne? Auch im optimalen Fall. Und dann kommt so eine Abwechslung immer pk, pk plus 1, pk, pk plus 1. Man kann sich überlegen, der optimale Algorithmus hat k plus 1 Cachefaults. Und danach hält er einfach die beiden Seiten im Cache und hat nie wieder ein Cache-Fault. Ja? Also K plus 1 Page-Faults. Der LIFO-Algorithmus, wenn der PK plus 1 sieht, dann schmeißt er die letzte Seite raus, nämlich PK. Gut, es gibt ein Page-Fault, das ist genauso wie der optimale Algorithmus. Jetzt wird es aber erst schlimm, wenn er jetzt soll er PK zugreifen. Das hat er aber gerade rausgeworfen. Ist also ein Pagefault. Und außerdem entscheidet er sich schlauerweise, PK plus 1 rauszuwerfen, was dann hier zu einem Pagefault führt und dass er PK wieder rauswirft. Also es ist völlig klar, dass das schlecht ist und ist auch nicht so schwer, da eine Seite zu finden. Das heißt, wenn jetzt die Länge der Folge gegen unendlich geht, habe ich sowas wie, also hier habe ich ein Pagefault jedes Mal, wenn die Länge m ist, habe ich m durch k plus 1 als Competitive Ratio. Wenn ich m gegen unendlich lasse, kriege ich beliebig große Zahlen, also ist der Competitive Ratio unendlich von LIFO. Ja? Least Frequently Used ist ein bisschen anderes Thema.
Da hat man ja erstmal den Eindruck, das ist ja vielleicht eine ganz geschickte Sache, häufig benutzte Seiten im Cache zu halten. Ja? Aber wir sehen hier ein Gegenbeispiel. Stellen Sie sich vor, erst wird Seite 1 m mal zugegriffen. M ist ein Parameter, den wir am Ende gegen unendlich laufen lassen. Dann P2, PK-1 und so weiter. Bis hierhin haben beide Algorithmen überhaupt keine. Haben beide Algorithmen K-1 Page Faults, ne? Weil sie müssen beim ersten Mal müssen sie das Ding laden und dann aber nicht mehr. Das ist eine super hohe Lokalität, das ist ganz schön. So, und jetzt kommt PK, PK plus 1, M-1 mal. Das heißt, die Seiten PK und PK plus 1 werden seltener zugegriffen als die Seiten P1 bis PK-1. Und ich habe im Endeffekt das gleiche Verhalten wie hier bei LIFO. Zumindest für diese nächsten M-Schritte. Das heißt, der optimale Algorithmus hat wieder K plus 1 Faults, weil hier jeweils einmal und dann gar nicht mehr. Aber LFU hat hier K minus 1, K und dann zweimal M minus 1. Das ist dann wieder irgendwie 2M minus 1 durch K plus 1 geht gegen unendlich. Ja? Man kann sich jetzt vielleicht nochmal überlegen, was bedeutet das? LFU ist deshalb schlecht, weil er nicht sich ändernden Voraussetzungen nicht anpassen kann. Und das wäre zum Beispiel für ein Betriebssystem ganz schlecht. Stellen Sie sich vor, Sie lassen einmal irgendwie eine Anwendung laufen, die ja sehr intensiv auf viele Daten zugreift, das ganz oft macht. Sagen wir mal, ein Jahr lang auf einem bestimmten Datensatz immer rumrechne, die ganze Zeit. Ja? Und dann machen Sie ganz andere Dinge, dann wird er trotzdem ein Jahr lang diese alten Daten im Cache behalten. Das ist keine gute Idee. Und insofern ist das ja auch ein Erfolg, dass unser Competitive Ratio uns da dann auch an der Stelle auch die richtige Antwort liefert. Fragen zu den, ja? Also ich vermute, dass er sich das nicht merkt, weil das wäre kein praktikabler Algorithmus. Sie müssen ja damit rechnen, dass es irgendwie eine unbeschränkte Zahl möglicher Seiten gibt. Sie können sich nicht so ein Verzeichnis für alles Mögliche, was Sie jemals gesehen haben. Nee, Moment, das macht schon einen Unterschied, weil wenn Sie hier nur zweimal drauf zugreifen, dann wird er ja, nachdem er zweimal hier durch ist, die dann tatsächlich rausschmeißen. Was ja in dem Fall die richtige Entscheidung wäre. Ach so, stimmt, Sie haben recht. Dann genügt es hier sogar zwei hinzusetzen. Genau, also das ist jetzt ein Gegenbeispiel, das sogar dann funktioniert, wenn ich mir das merke, wie oft ich Sachen zugegriffen habe, die, selbst die, die ich nicht gesehen habe. Ja, vielen Dank. Ja. Trotzdem ist es auch ein Gegenbeispiel für beide Varianten. Ne? So, jetzt kommt eine ganz wichtige Beobachtung. Bei Online-Algorithmen können wir oft auch untere Schranken angeben. Wie gut kann ich eigentlich in so einem restriktiven Modell sein? Ja? Oder wie übel kann mir der Adversary mitspielen? Das ist eine Frage, die man sich bei Online-Algorithmen immer wieder stellen muss. Und jetzt zeigen wir tatsächlich eine untere Schranke für die Anzahl Page Faults für einen beliebigen Online-Paging-Algorithmus. Also einen, der keine Information über die Zukunft hat. Allerdings geht das hier nur über deterministische Algorithmen oder wenn Sie was Stochastisches haben, ist das halt wieder der Worst Case, wenn Sie halt die falschen Bits würfeln. Ne? Also wir gucken uns eine bestimmte Folge oder ja, wir geben dem eigentlich einen Algorithmus an für den Adversary, was er tun soll, um einen beliebigen Algorithmus zu verarschen. Ja? Ist sogar ein relativ einfaches Setting, insofern, dass es insgesamt nur K plus 1 Seiten gibt. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie.
Eigentlich hätten wir Platz für fast alles, aber nicht ganz. Es ist nur eine Seite zu viel. Und das reicht schon, um beliebige Algorithmen beliebig fast sie ziemlich schlecht aussehen zu lassen. So. Ja? Wir nehmen jetzt außerdem an, dass der Algorithmus zu jedem Zeitpunkt k Seiten im Cache hat. Also in gewisser Weise auch ohne Beschränkung der Allgemeiner. Das gilt am Anfang nicht, aber über lange Folgen ist das dann wieder egal. Und man kann ja auch keinen Vorteil daraus ziehen, irgendwie mehr rauszuschmeißen, als man muss. So, wenn diese Annahmen gelten, dann ist es zu jedem Zeitpunkt so, dass mein Online-Algorithmus, der hat halt k Seiten in seinem Cache. Es gibt aber k plus 1 und eine fehlt. Und der Adversary kennt aber den Algorithmus und wählt dann genau die, die fehlt. Ja? Dann macht der Algorithmus irgendeine Entscheidung, der schmeißt was raus, holt die fehlende rein und ja, was macht der Adversary im nächsten Schritt? Der wird dann die, die er gerade rausgeschmissen hat, die wird er als nächstes anfordern. Das ist schon ziemlich gemein, ne? Man kann auch sagen, vielleicht nicht so realistisch, außer vielleicht in einem konkreten Angriffsszenario. Aber so funktioniert Worst-Case-Analyse. Ja, nicht heulen, so ist das. Genau, also da werden jetzt immer Seiten zugegriffen. Der optimale Algorithmus hat nur in jedem Kartenschritt einen Page-Fault. Weil der eben das voraus. Also der optimale Algorithmus macht jetzt Folgendes: Der guckt sich an, was der Adversary macht, um den Online-Algorithmus schlecht aussehen zu lassen, und dann kennt er die ganze Folge und dann dreht er das Spiel um. Und er macht natürlich dieses Longest Forward Distance, und dann ist das immer so, dass der dann eine rausschmeißt, die erst nach k weiteren Schritten wieder zugegriffen wird. Das heißt, der hat einen Cache-Fault höchstens jeden Kartenschritt. Ja? Während der Online-Algorithmus hat einen Page-Fault in jedem Schritt. Entsprechend ist der Competitive Ratio Sigma durch K durch Sigma ist K. Ja? Also, das müssen Sie sich jetzt mal reintun. Je größer Ihr Cache ist, desto schlechter sind Caching-Algorithmen. Das steht da jetzt. Ja? Dann ist die beste Strategie, einen möglichst kleinen Cache zu wählen. Ist es natürlich nicht. Ja, nur wenn Sie einen kleinen Cache haben, sind Sie natürlich nicht so viel schlechter wie der beste Algorithmus, weil der auch nicht viel cachen kann. Aber trotzdem ist das eine Situation, die man eigentlich nicht haben will, ne? Sie haben in einem realistischen Plattencache Platz für viele Tausend, wenn nicht Millionen von Seiten. Und Algorithmen, die einen Faktor eine Million schlechter sind als das Beste, was man machen kann, interessieren einen eigentlich nicht. Ja. Beziehungsweise dann können Sie sich den Cache auch sparen, wenn Sie so viel Page-Faults haben, dann. Also das ist dann im Endeffekt die Aussage. Denn, genau. Die Aussage ist dann im Endeffekt, wenn Sie wirklich gegen einen Angreifer bestehen wollen, ist ein Cache nicht nützlich. Es sei denn, Ihr Cache ist so groß, dass alles, was der jemals anfordert, reinpasst. Ja, das ist im Prinzip die Aussage, die hier raus folgt. Ja, aber andererseits ist es eben auch so, ja, wir haben jetzt eigentlich gesehen, dass das vielleicht eine zu konservative Annahme ist, dass wir da eine Worst-Case-Betrachtung machen und dann kriegen wir halt im schlimmsten Fall Ergebnisse, die ganz, ganz schlecht sind. Das ist jetzt das Ergebnis. Erstmal. Und man muss sich jetzt überlegen, wie komme ich da drum rum? Vor allem, wir werden später sehen, dass eine ganze Reihe weiterer Algorithmen, also unter anderem Least Recently Used und noch ein paar andere Algorithmen, die sind alle genau K-Competitive, die sind alle optimal in diesem einfachen Online-Analyse-Setting. Aber man möchte diese Algorithmen auch unterscheiden. Insbesondere auch Flush When Full ist K-Competitive. Ja? Und man möchte schon irgendwie sagen können, Least Recently Used ist besser als Flush When Full. Das heißt, wir sehen hier, dass dieses ganz brutale Online-Competitive Ratio-Framework für die Analyse nicht genau genug ist,
Algorithmen zu vergleichen fürs Paging-Problem. Und jetzt gucken wir uns einen Ausweg an. Wir können vielleicht sagen, vielleicht ist es fairer, wenn der Adversary schon die Zukunft kennt, muss er was dafür bezahlen. Oder umgekehrt, wir wollen nicht nur in Rechenzeit, wenn wir schon damit rechnen müssen, an Rechenzeit so viel mehr Kosten zu haben, vielleicht ist es dann sinnvoller zu sagen, nee, wir zahlen ein bisschen mehr für RAM. Ja, wir kaufen uns ein bisschen mehr Speicher und dann vergleichen wir einen Online-Algorithmus, der mehr Speicher hat als der optimale Offline-Algorithmus. Das nennt man Resource Augmentation. Ja? Also wir geben dem Online-Algorithmus sozusagen einen Vorteil, damit das Ganze eher Fair Play wird. Und das hat auch eine andere Interpretation von der Praxis her. Wenn man sagt, naja, der Preis dafür, dass wir die Zukunft nicht kennen, ist vielleicht nicht immer nur in Laufzeit, sondern auch in Ressourcenbedarf. Und ich kann vielleicht durch Erhöhung der Ressourcen den Impact von solchen, der Tatsache, dass ich die Zukunft nicht kenne, diesen Impact kann ich reduzieren, dadurch, dass ich Ressourcen hinzukaufe. Und das machen wir jetzt ganz konkret für Paging. Ja? Also wir vergleichen einen Online-Algorithmus mit dem optimalen Offline-Algorithmus, der aber einen kleineren Cache kriegt. Ja? Der kriegt einen Cache der Größe H kleiner k. K war die Online-Cache-Größe, dem wir Algorithmus ALG zubilligen, und der optimale kriegt aber einen kleineren Cache der Größe H. Dieses Problem können wir nennen HK-Paging. Ja, zwei Parameter: Offline, Online, Ressource. So, wir werden jetzt für eine ganze Familie von Algorithmen zeigen, dass die eine bestimmte Performance haben. Und zwar sogenannte konservative Algorithmen. Ein Algorithmus ist konservativ, wenn er höchstens K-Page-Faults produziert auf einer beliebigen Teilfolge von Requests, die nur K verschiedene Seiten zugreifen. Ja? Diese Teilfolge kann beliebig lang sein. Insbesondere sind, FIFO ist auch K-competitive. Ah ja, cool. Genau, LRU und FIFO sind konservativ. Ja, werden wir zeigen. Least frequently used und last in, first out sind nicht konservativ. Das kann man zum Beispiel durch diese Beispiele, die wir schon gesehen haben, zeigen. Ja? Ich werde hier auch nicht zeigen, dass LRU und FIFO konservativ sind, ist aber nicht so schwer zu zeigen. So. Was ich jetzt zeige ist, jeder konservative Algorithmus ist K durch K minus H plus 1 competitive. Insbesondere wenn wir K gleich H setzen, steht da, jeder konservative Algorithmus ist K competitive. Das ist auch schon eine wichtige Aussage, weil wir damit schon wissen, aha, jeder konservative Algorithmus ist in gewisser Weise auch schon ein optimaler Offline-Online-Algorithmus, weil er eben nicht schlechter sein kann als der Lower Bound von K für den Competitive Ratio. Ja? Der Beweis funktioniert so: Wir teilen die Anfragefolge Sigma in Phasen auf. Phase 0 ist die leere Folge. Phase i größer 1 ist die maximale Folge, die Phase i minus 1 folgt, die höchstens k verschiedene Seiten zugreift. Also man geht dann, fängt irgendwo an und sagt, okay, da ist eine Seite, die habe ich schon gesehen, da ist noch eine, zwei, noch eine, drei, die habe ich schon gesehen, bis man bei k ist. Ja? Und dann ist die Folge zu Ende. Beziehungsweise bis man bei k plus 1 ist und dann geht man einen zurück. Das ist dann eine maximale, nicht ausweitbare Teilfolge, die genau k verschiedene Blöcke verwendet.
Genau, und dann gibt es irgendwie eine letzte Phase, die halt dann weniger als K-Blöcke verwendet. Man sollte hier beachten, diese Partitionierung der Folge hat nichts mit dem Algorithmus zu tun, man zählt einfach nur verschiedene Blöcke, ne? Wir wissen aber, dass ein konservativer Algorithmus auf jeder dieser Phasen höchstens K Faults hat. Das war die Definition eines konservativen Algorithmus. Ja? Also gucken wir uns so eine Phase I an. Das hier sei jetzt der erste Zugriff in Phase I. Ich weiß nicht genau, ob diese Klammer wirklich hier sein sollte. Das hier ist diese Phase. Da werden K verschiedene Seiten zugegriffen. K war die Kapazität des Offline-Algorithmus, des Online-Algorithmus. Das ist jetzt wichtig, ne? So, was macht Opt jetzt auf dieser Teilfolge? Der hat jetzt schlechte Karten, ne? Der hat nur einen Cache der Größe H. Selbst wenn er beliebig schlau ist, kann er eben zu diesem Zeitpunkt höchstens H der Seiten im Cache haben, die hier benötigt werden. Das heißt, er muss H minus K der Seiten dann reinladen in dieser Phase. Und das sind Page Faults, die er nicht umgehen kann. Das heißt, es ist K minus H minus 1, okay. Weil er die irgendwie, genau, das ist eine neue Seite und die kann er deshalb auch nicht im Cache haben. Irgendwie sowas. Ja. Plus minus 1 Sachen sind vielleicht jetzt auch nicht so wichtig. Also Opt hat mindestens K minus H minus 1 gleich K minus H plus 1 False auf diesen grauen Folgen zugriffen. Ja, und damit habe ich den jetzt sozusagen festgenagelt. Der hat da auch eine erhebliche Zahl False, vor allem wenn K und H sich deutlich unterscheiden. So. Und andererseits hat aber der Online-Algorithmus hier nur K False. Das sind dann auch gar nicht so viele. Ja? Genau. In jeder Phase hat ein konservativer Algorithmus K False. Und damit können wir jeder Phase, außer der letzten, wo das halt ein bisschen anders ist, K minus H plus 1 False von Opt zuweisen. Dieses Zuweisen ist, weil die False vielleicht auch zu anderen Zeitpunkten stattfinden. Ne? Aber insgesamt habe ich damit, hat ALG kleiner gleich K durch K minus H plus 1 mal Opt von Sigma plus R Page False. Wobei R kleiner gleich klar ist, die Number der Anzahl der Page Faults in der letzten Phase von ALG. Ja? Also ich tue jetzt so, als in der letzten Phase kann ich dem Opt da nichts zuteilen. Und das ist aber asymptotisch kein Problem. Und damit kriegt man diesen Competitive Ratio von K durch K minus H plus 1. Wie gesagt, wenn ich K gleich H setze, steht da K mal Opt. K-competitive. Wenn ich aber zum Beispiel K gleich 2 mal H setze, das heißt, wenn der Online-Algorithmus doppelt so viele Ressourcen hat wie der Offline-Algorithmus, dann steht hier im Endeffekt K durch K halbe, also 2. Das heißt, dann habe ich plötzlich mal eine Aussage, mit der man was anfangen kann. Ne? Ich kann dann sagen, aha, wenn ich einen konservativen Paging-Algorithmus habe, dann zahle ich einen Faktor 2, leider in zwei Richtungen, einmal bezüglich des Ressourcenverbrauchs und andererseits bezüglich der Anzahl Page-Faults, aber eben nicht mehr. Ja? Also es ist dann sozusagen irgendwie 2, 2 kompetitiv bezüglich dieses zweidimensionalen Kostenmaßes Ressourcen und Page-Faults. Das ist aber schon ein Wort, ne? Ich kann nicht beliebig weit weg sein von dem optimalen Verhalten. Und das macht ja schon mal Sinn und gibt einem so ein bisschen den Glauben wieder in nicht triviale Caching-Algorithmen. Insofern finde ich ein wichtiger Schritt von K-Competitive auf 2-2-Competitive. Genau, diese Lower-Bound-Konstruktion würde dann halt auch nicht funktionieren, weil
Natürlich kann der Adversary wieder so eine Folge konstruieren, wo man jedes Mal einen Page-Fault kriegt, wenn man K plus 1 Seiten hat. Aber der optimale Algorithmus kann auch nicht deutlich besser sein, weil er gar nicht genug Platz dafür hat. Genau, dann gibt es natürlich auch noch praktische Messungen davon, wie gut LRU, Least Recently Used, tatsächlich ist. Und das kann man dann natürlich auch mit dem Longest Forward Distance vergleichen. Und da sieht man für ein breites Spektrum an Anwendungen, dass es eine kleine Konstante ist. Wahrscheinlich sogar irgendwo in der Nähe von 1, denke ich. Ja, trotzdem dieses Faktor 2 kann man natürlich sagen, das ist einem immer noch nicht gut genug. Man will auch diese Lücke zwischen der beobachteten noch viel besseren Performance von Algorithmen wie LRU irgendwie beantworten. Und da gab es so einige ziemlich interessante theoretische Arbeiten, die dann sagen, okay, vielleicht muss man den Adversary stärker einschränken, ne, sodass der sich natürlicher verhält. Zum Beispiel gibt es die Beobachtung aus der Praxis, dass die meisten Seitenzugriffe auf Seiten gehen, einem kleinen Abstand, die also vor relativ kurzer Zeit zugegriffen wurden. Und man kann dann zeigen, dass für solche Folgen der Competitive Ratio auch wieder besser wird. Oder man beobachtet typische Speicherzugriffsmuster, die so aussehen, dass aufeinanderfolgende Zugriffe entweder eine kurze oder eine sehr lange Distanz haben. Und das ist dann sozusagen eine Verfeinerung von diesem. Also zum Beispiel das mit der sehr langen könnte ich mir einfach gut vorstellen, wenn Sie einfach einen Film angucken, ja, dann sind das irgendwie ein paar Gigabyte an Daten, die Sie genau einmal anfassen und Cachen nützt da sowieso nichts und auch ein optimaler Algorithmus kann da nicht besser sein als irgendein beliebiger Caching-Algorithmus. Das sind dann Zugriffe, die sehr langreichweitig sind, in dem Fall unendlich oder vielleicht gucken Sie sich, was weiß ich, jede Woche einmal einen bestimmten Film an. Meine Kinder tun das gerne, immer wieder das Gleiche, aber trotzdem können Sie das nicht cachen. Ne? Andererseits haben Sie vielleicht im Hintergrund irgendwas anderes am Laufen, das eben kurzreichweitige Zugriffe macht. Aber die Beobachtung zeigt wohl, dass es dazwischen eigentlich nicht so viel gibt. Und wenn man dann dieses verfeinerte Modell anschaut, dann kann man halt auch wieder was zeigen über den Competitive Ratio. Und da kriegt man dann tatsächlich auch ein Ranking der Paging-Algorithmen, die mit den praktischen Beobachtungen übereinstimmen. Aber in einem immer noch sauberen, verständlichen, theoretischen Modell. So, jetzt hatte ich beim Ski-Rental schon erwähnt, dass man durch probabilistische Effekte zum Teil auch noch besser werden kann. Das ist so eine, neben der Resource Augmentation ein, ich würde mal sagen, orthogonaler Ansatz, wie man die Algorithmen besser machen kann. Das sieht man auch schon so ein bisschen an dieser Lower-Bound-Konstruktion. Da nimmt man an, dass der Adversary einem halt in die Karten schaut, genau weiß, was ich als nächstes mache. Aber was ist, wenn ich einfach sage, nö, ich würfle jetzt aus, welche Seite ich rausschmeiße? Das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie ich das bei diesem Scheduling-Beispiel gesagt habe. Naja, vielleicht ist das on average ein bisschen schlechter als least recently used. Aber zumindest wenn der Cache groß ist, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich mache mich weniger verwundbar, weil ich nicht so vorhersagbar bin. Und das werden wir jetzt tatsächlich zeigen, dass das auch so funktioniert. Ja? So, wenn man jetzt solche randomisierten Online-Algorithmen analysieren will, muss man sich nochmal genauer angucken, was der Adversary jetzt weiß über die Zufallsbits, die man da verwendet. Es gibt in der Literatur da drei verschiedene Modelle. Oblivious, dann weiß der Adversary die Zufallsverteilung, die sie haben. Also ob ich jetzt zum Beispiel Bits mit 50% werfe oder ja, er weiß zum Beispiel, dass ich eine zufällige Seite wähle, um sie zu verdrängen oder sowas. Ja? Aber er weiß wirklich nicht welche. Und das ist eigentlich das Nützlichste dieser Modelle, das wir uns jetzt anschauen werden. Dann gibt es den Adaptive Online Adversary. Der kennt die Zufallsbits, die ich in der Vergangenheit gewählt habe. Ja? Aber nicht die, die ich in der Zukunft wähle.
Das ist aus meiner Sicht auch ein vernünftiges Modell. Ich stelle mir jetzt bei Paging so vor, Sie haben einen Angreifer, der kennt nicht nur Ihren Algorithmus, sondern hat auch irgendwie einen Seitenkanal, mit dem er irgendwie mithören kann, ob Sie jetzt eine Seite fetchen oder nicht, zum Beispiel. Wobei selbst das würde ihm an der Stelle nicht reichen. Aber angenommen, er hat irgendeinen Seitenkanal, mit dem er das dann rausfindet, was Sie jeweils rausgeworfen haben und damit auch die Bits, die Sie gewürfelt haben. Aber er kennt Ihre Entscheidungen in der Zukunft nicht. Jetzt ist es so, der Adaptive Online Adversary für Paging nützt der uns auch nichts, weil dann funktioniert das Gegenbeispiel immer noch. Ne? Der weiß ja jetzt, der kennt ja dann die ganze Vergangenheit und damit auch den Zustand des Caches und kann dann immer eine Seite auswählen, die nicht im Cache ist. Aber es gibt Online-Algorithmen, wo auch Adaptive Online irgendwie was bringt. Und dann wird sogar noch Adaptive Offline angeschaut. Der Adversary kennt alle Zufallsentscheidungen bis in die Zukunft hinein. Da weiß ich nicht so genau, warum man das betrachtet. Naja, es ist eben immer noch so, dass er sich nicht auf einen bestimmten Algorithmus einschießen kann. Von daher könnte das hilfreich sein. Aber meistens ist es so, dass so oblivious Adversaries, das kann man dann noch irgendwie analysieren. Und wenn man dann die komplexeren Adversaries hat, dann werden die Algorithmen ziemlich obskur aus meiner, nach meiner Erfahrung. Ja? Genau. Fragen zu dem Adversary-Modell? So, jetzt werden wir so ähnlich vorgehen wie eben bei dem Resource Augmentation. Wir betrachten wieder eine ganze Familie von Algorithmen, diesmal sogenannte Marking-Algorithmen. Dies sind Algorithmen, die folgende Eigenschaften haben: die markieren Seiten, die zugegriffen werden, und sie schmeißen niemals eine markierte Seite raus. Wenn allerdings alle Seiten markiert sind und es ein Page-Fault gibt, wird alles unmarked. Ja? Aber man markiert natürlich die Seite, die den Fault ausgelöst hat. Und dann wird eine neue Phase ausgelöst. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie dieser konservative Algorithmus, nur dass die Phasen jetzt mit diesen Markierungen zusammenhängen. Genau, least recently used, flush when full und flush when full sind übrigens Marking-Algorithmen. Ja. Und wir gucken aber jetzt einen anderen Marking-Algorithmus uns an, den nennen wir RMARC. Wir schmeißen eine zufällige, nicht markierte Seite raus. Das ist jetzt der Ansatz. Und das ist irgendwie schon mal ganz gut. Das ist schon besser als das, was ich Ihnen eben gesagt habe. Ich schmeiße irgendeine zufällige raus. Wenn ich eine zufällige, nicht markierte Seite rausschmeiße, heißt das insbesondere, dass ich Seiten, die ich halt vor kurzem geladen habe, die sind wahrscheinlich noch markiert, die bleiben halt im Cache. Das heißt, diese typischen Zugriffsmuster, wo ich Sachen aus der nahen Vergangenheit habe, die werden auf jeden Fall gut behandelt. Da kommt kein, da kann selbst der Zufall mir nicht in die Suppe spucken und irgendwas rausschmeißen, was ich gerade erst genommen habe. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sowas auch in der Praxis schon ganz gut funktioniert und gar nicht so viel schlechter ist als least recently used. So, wir werden jetzt folgendes Theorem beweisen. RMARC ist zweimal HK-competitive, wobei HK die k-harmonische Zahl ist und das ist ungefähr LNK. Ja? Also wir gehen runter von k-competitive auf zweimal LNK-competitive in etwa. Und das ist natürlich schon deutlich besser. Und zwar ohne, dass wir Ressourcen augmentieren müssen. Wir haben nur den Algorithmus geändert. Ne? Das ist also auch eine billigere Maßnahme. Allerdings ist der Competitive Ratio auch jetzt nicht 2, sondern log k. Ja. So, wie beweist man das? Wir gucken uns jetzt eine Phase an mit m neuen Seiten. M ist ein Parameter, den man beliebig wählen kann. Mit neuen Seiten meine ich Seiten, die zur Be Beginn der Phase nicht im Cache sind. Jetzt kann ich die Wahrscheinlichkeit abschätzen, dass die J plus erste
alte Seite markiert wird. Ja? Wir erinnern uns an, am Ende einer Phase werden alle Seiten unmarkiert. Also zu Beginn einer Phase ist erstmal nichts markiert. Aber ich hab trotzdem, es ist nicht flush and full, es wird nicht weggeworfen, sondern es ist nur die Markierung entfernt. Ja, und jetzt überlege ich mir, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine dass ich einen Miss kriege, wenn die J-te alte Seite markiert wird. Das kann man abschätzen als 1 minus das Verhältnis der Anzahl der unmarkierten gecachten Seiten durch die Gesamtzahl der alten unmarkierten Seiten. Und das kann ich abschätzen, alte unmarkierte Cache Pages ist K minus M minus J und das ist K minus J. Und das kann ich dann umrechnen zu M durch K minus J. Ja? K war die Cache-Kapazität, M war die Anzahl neuer Seiten und J war der wievielte Zugriff einer alten Seite das ist. So, wenn ich das habe, ist der Rest relativ leichte Rechnerei. Ne? Die Gesamtzahl, die erwartete Zahl Cache-Faults einschließlich der neuen Seiten ist M, das ist für die neuen Seiten in der Phase, plus, naja, Summe über die ganzen J, und das geht von J bis K minus M minus 1, ist aber auch nicht so wichtig, wie weit das geht hier. Das dürfte sogar bis K gehen. Diese Wahrscheinlichkeit M durch K minus J. Ja? Jetzt kann ich das M hier rausziehen, dann steht da M plus M mal Summe 1 durch K minus J. Und jetzt mache ich eine, so eine Variablen-Transformation. Da kommen die Werte 1 durch 1, 1 durch 2, 1 durch 3 irgendwann mal vor. Das heißt, ich kann diese Summe auch anders schreiben als Summe von m plus 1 bis k, 1 durch i. Genau, weil das hier nimmt Werte an zwischen k und k minus m im Endeffekt. Dann ist das Summe m plus m mal Summe m bis k 1 durch i, das ist m mal 1 plus hk minus hm. Das ist kleiner gleich m mal hk. Ja? So, also jetzt habe ich für meinen Marking-Algorithmus die Anzahl Page-Faults beschränkt durch m mal hk in einer so einer Phase erstmal. Jetzt gucke ich mir an, was opt macht. Also das ist Phase i minus 1, Phase i und da drin werden mi neue Seiten zugegriffen und der Rest sind alte Seiten. Und jetzt ist der Trick, jetzt muss ich halt irgendwie Page Faults des optimalen Algorithmus identifizieren. In der Phase i ist das schwer, aber wenn ich jetzt die Phase i minus 1 und die Phase i zusammenfasse, dann habe ich in der Phase i minus 1 k verschiedene Seiten zugegriffen und in der Phase i mi zusätzliche. Das heißt, k plus mi Seiten spielen da eine Rolle und dann muss über diese zwei Phasen hinweg der optimale Algorithmus mindestens MI Page Faults haben, weil sonst mehr kann man über seine Kapazität, selbst wenn er allwissend ist, nicht rechtfertigen. Wenn ich das aber dann über alle Phasen summiere, kriege ich insgesamt ein halbmal Summe I MI, wenn MI die Anzahl neuer Pages in der ITEN Phase ist. Ja? Und das vergleiche ich jetzt mit diesem HK mal Summe I MI. Und dann kriege ich ein Verhältnis von 2 mal HK raus. Fragen dazu? Okay. Ja, man kann jetzt auch eine
zeigen, dass kein randomisierter Algorithmus besser als HK-kompetitiv sein kann. Also wir sind jetzt nicht ganz so tight wie vorher. Also wir haben einen Algorithmus, der 2-HK-kompetitiv ist, oder alle Marking-Algorithmen sind das, und keiner kann besser als HK-kompetitiv sein. Und tatsächlich gibt es auch Algorithmen, die ein bisschen komplizierter sind, die dieses HK-kompetitiv erreichen. Gerade, wie viele habe ich noch? Ja. Genau, also die allerletzte Folie spare ich mir, da muss ich beim nächsten Mal noch was zu sagen. Ja, wir haben schon gesagt, HK ist für große K viel kleiner als K und auch 2HK. Oblivious Adversary. Ja, kein Algorithmus kann besser als HK kommen, habe ich auch gesagt. R-Mark ist optimal. Genau. Okay. Dann werde ich beim nächsten Mal nochmal 5 Minuten wiederholen, Online-Algorithmen, und dann geht es mit String-Algorithmen weiter. Vielen Dank.